Hallo und willkommen zurück zu Vampire die Maskerade Bloodlines. Und wir müssen uns hier rumschleichen auf der LS Dane. Achso, Moment, habe ich hier irgendwas Neues? Nö, immer noch nicht. Wir müssen irgendwie an den Leuten vorbeikommen. Ich könnte jetzt hier hin. Oh, da steht einer. Stehen sogar zwei, nicht gut. Aber wie komme ich denn an dem... Theoretisch könnte ich jetzt runter und da vielleicht hoch. Okay, das klingt komisch. Ich probiere das mal. Es wäre schön, wenn man die noch einfach ausnocken könnte, umnocken könnte. Nicht töten oder so. Och, es geht. Schön. Aber wie komme ich jetzt weiter? Scheiße. Denn wenn wir jetzt runtergehen, sieht er uns auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir den töten... Ich speichere mal und probiere es. Oh, guck mal. Bumm. Also das muss er auf jeden Fall gehört haben. Hat er. Gut. Dann können wir schon... Wow, nice. Der... Oh, das haben alle gehört. Ich meine, das war auch entsprechend laut, aber... Oh, die nächsten. Ich werde verrückt. Komme ich jetzt einfach an denen vorbei? Sieht gut aus bis jetzt. Ich bin etwas aufgeregt. Da müssen wir hin. Das ist eine Scheiße schon wieder. Ich mag das nicht. Also, auf der einen Seite mag ich schon so Schleichspiele und so. Aber irgendwie so dieses Rumschleichen mag ich nicht. Okay, das geht auch. Krasser Scheiß. Kann ich hier... Genau. Hier kann ich dann wieder nicht drauf, weil es dann nämlich zu einfach wäre, einfach hier blub 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 da lang. Ah. Als Nosferatu wäre es jetzt einfach, da könnte man sich einfach tarnen. Bisschen Blut trinken. Na gut, weiß ich nicht, ob das dann klappt. Oh, das hat auch noch geklappt. Ja. Das wäre so einfach. Ich könnte hier drauf, da, blub, darüber. Wie soll ich denn hier lang? Haben die sich das mal angeguckt? Hier ist alles frei. Und er lässt jetzt darüber. Theoretisch könnte ich ja da so, da hinten so lang. Oder hier lang. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut wäre. Jetzt kommt er hier lang. Ich speichere nochmal. Wechseln die sich da jetzt etwa ab? Sieht fast so aus, ne? Und die hier halt auch noch. Buff. Präsenz haben wir auch noch an. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt einfach schneller... mal ein bisschen schneller... macht und so. Also schleicht. Oder aber einfach insgesamt langsam ist. Gut, wir haben das schon mal aktualisiert. Und das sieht gar nicht so gut aus hier. Was haben wir denn hier? Sie haben ihre Aufgabe an Bord der Elizabeth Dane erfolgreich abgeschlossen. Erstatten Sie dem Prinzen Bericht. Schön, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir es nur irgendwie zurückschaffen. Ich weiß noch nicht wie. Scheiße. Wir könnten hier lang... Ich würde fast behaupten, dass das ein bisschen bessere Sache ist. Mal hier lang gehen. Wo ich nicht weiß, ob dann der da uns zum Beispiel sieht. Und beziehungsweise wie wir an dem vorbeikommen sollen. Wenn er jetzt hier lang läuft. So. Vielleicht sieht er uns ja gar nicht. Ich bezweifle es zwar. Oh, ich schwitze gerade wie Sau. Wie soll ich denn an den vorbeikommen? Seid kacke, ich müsste wieder auf die andere Seite. Das war gut. Oh, ich überlege gerade, wie ich das letzte Mal, als ich selber gespielt habe, geschafft habe, ob ich hier auch durchgeschlichen bin. Nee, ob ich das mit Cheats gemacht habe. Oder hier geht's nicht hoch, schön. Oder mich durchgeklopft oder so. Ich fände das jetzt richtig cool, wenn ich das jetzt wirklich noch zu einem sauberen Abschluss kriege. Ohne Töten, ohne nix.
Wobei mir dann natürlich die Berichte fehlen. Ja, du geh mal weg. Oh, der könnte uns eventuell sehen. Die zwei könnten uns sehen. Oh, was ich an Blut verbrauche, ohne dass ich eigentlich das benutzen. Also, da hau ich mir mal noch das hier rein. Und ich könnte eigentlich mir da mal ein paar kaufen. Das sind halt so Missionen, man kommt halt nicht an Blut ran, ne? Und vorher mit dem Pesthaus, kann man auch nicht an Blut ran. Oh, hat mich jetzt eh noch gesehen? Shit, die haben mich gesehen. Woher? Wie denn? Die haben mich nicht gesehen. Wie haben die mich denn gesehen? Scheiße. Mach ich denn jetzt? Ich komme ja jetzt. Und der hier meine ich noch wer? Wie haben denn die mich gesehen? Totaler Blödsinn. Ah, hier komme ich nicht hoch. Schade. Verstehe ich nicht, wofür das gut ist. An denen komme ich auch nicht vorbei. Da könnte ich nämlich dort hoch. Ach ne, müsste ich da hinten lang irgendwie. So eine Scheiße. Ich könnte natürlich jetzt da, dort. Mach ich auch. Ich habe ja gespeichert, ne? Geh rein, Mann. Oh. Shit, und jetzt einfach ganz schnell weg. So, die haben mich ordentlich erwischt, diese Säcke. Oh, diese blöde Tür. Macht mich gerade ein bisschen wuschig. Schade, die haben mich gesehen. Der dürft mich jetzt... Ey, okay, der sieht mich nicht. Und ich versuche mal an dem auch noch vorbeizuschleichen. Ich weiß nicht, ob der nochmal mit mir quatscht. Mir ist ein wenig warm jetzt. Ich meine, es ist auch warm. Drin und draußen. Also draußen eigentlich. Aber das war mir jetzt ein wenig zu spannend. Oh, schade. Mal gucken, was der Prinz dazu sagt. Erfahrungspunkte 2. Achso, nee, hier wollte ich keinen Schein gucken. Hier. Sie haben... Ja, okay. Na schön. Bis auf den... Woher auch immer die mich gesehen haben, lief es eigentlich ganz gut. Und wir haben die Berichte nicht. Weil ich irgendwie den Computer nicht knacken konnte. Schade. Da stand nämlich, glaube ich... Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war halt... Ach, hier ist nichts mehr drin. Können wir den wieder zumachen? Ja. Ich weiß aber nicht, wo ich da hin muss. Main Street oder... Ach nee, wir müssen ja wieder nach Los Angeles. Ach Quatsch. Nach Downtown? Jedenfalls... Ja, sowas von wegen... Also dieses Logbuch, was er da gesagt hat. So, ja, Leute sind unruhig oder so und sind immer welche verschwunden oder seekrank und sind immer mehr verschwunden und ein Fluch oder so. Ich glaube, so ähnlich war die Geschichte, so relativ klassisch. Transportieren halt eine komische Fracht. Leute sind unruhig. Leute verschwinden. Hab ihn. Fahr einfach mal los. Und ja, dann verschwinden halt immer mehr Leute und irgendwann sind alle tot. Da ist sie, die Heather. Ich habe mich schon gewundert, wann die kommt. Und wir sind einfach... Nee, geht. Hey. Oh. I know this might seem creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to... I'm in your debt. I want to help you. I owe you my life and... I feel like I need to repay you. I almost forgot. I'm Heather. Heather Poe. I'm not wearing you out or anything, am I?
Nee, eigentlich nicht. Aber da hat es ein bisschen schlecht gesucht. Ich meine, wir waren ziemlich lange in Santa Monica. Da hätte sie uns sehen können müssen. Und wir waren doch ein bisschen hier. Und sind recht häufig auf der Straße rumgelaufen. Also, man hätte uns schnell finden können. Das ist so. Das sind diese Nächten schwierig. Du siehst schon viel besser aus. Das freut mich. Nein, ich wusste, du würdest kommen. Du könntest mir nützlich sein. Heather, du solltest nicht hier sein. Mach kehrt und geh wieder heim, nach Hause. Du darfst nicht dich nicht in meine Angelegenheiten mischen. Das ist in diesen Nächten schwierig. Was? Schwierig? Du siehst schon viel besser aus. Only because of you, what you did for me. Here, I got you this. I thought you might be able to use it. It can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. Oh, ein Silberring. Die will also bloß wieder einen Kick haben. Aber eigentlich so ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen so ein Stalker ist eigentlich mal eine erfrischende Abwechslung. Ist jetzt nichts ersch. Für einen normalen Mensch wäre es vielleicht erschreckend, aber was wir schon gesehen haben, gemacht haben, erlebt haben, da ist das doch mal eine nette Sache. Vor allem, wenn es eine hübsche ist. Natürlich, Heather, es wäre mir eine Freude, wenn du bei mir bleiben würdest. Wenn du dich wieder so fühlen willst, dann musst du es dir verdienen. Ich tat das doch nur, um dein Leben zu retten. Nein, wirst du dich verletzen, verschwinde von hier sofort. Nö, ich will die behalten. Ist doch nett. Wobei ich es ein bisschen schade finde, ich meine, eigentlich ist er ja nur wegen unserem Blut da und so. Natürlich, es war mir eine Freude. Das ist nett. Warte in meiner Wohnung auf mich. Du kannst nicht hinter mir herlaufen. Das ist zu gefährlich. Wie sie jetzt grinst. Ja, warte mal in meiner Wohnung auf mich. Die ist zwar nicht sehr hübsch. Und auch nicht einzigartig. I know where you live. I checked there first. I'll wait for you at your place. And when you do come back, I'll take care of whatever you want. I'd do anything for you. Meine liebe Heather, was würde ich nur ohne dich tun? Wir sehen uns dann später. Und mach schon mal ein bisschen sauber, genau. Das wäre natürlich mal eine coole Sache, wenn sie das denn machen würde. Da stakselst du davon, warum sie nicht gleich das Taxi nimmt? Ach so, macht sie vielleicht. Wo läuft sie denn hin? Oder will sie nach Santa Monica laufen? Scheint, als ob sie zu Fuß unterwegs ist. Na gut. Ja, ich finde das eigentlich. Ihr mit euren scheiß Handys. Ihr Jugendlichen. Wobei, das ist so ein Handy, so ein Oldschool-Handy noch. So ein Nokia, ich weiß gar nicht mehr, 3230 oder so. Was Straßenbeläge sprengen kann. Hi Bob, ich weiß gar nicht, hieß er Bob? Ich glaube nicht. Hä? Ach, muss ich. Oh. Muss ich mich erst echt bei dem anmelden? So, oder Barry? You back to see Mr. LaCroix again? Ja, das haben sie klar erkannt. Ein Adlerauge. Yes, he told me to send you up as soon as you came in. Lots of people here to see Mr. LaCroix. Nice guy. He seems a little different, though. I wonder if he's... Ah, that's his business. Ach, Chunk, hieß er. Na, wie läuft's? Nee, doch, ich hab keinen Bock, mit dem zu reden. Ich finde das eine coole Sache, dass man sich so einen Ghoul ranholen kann. Ich weiß nur leider, wie es endet für sie, wenn man sie nicht wegschickt. Oh, es geht schon weiter. Schöner Kronleuchter. I've said all I need to for now. Den einen kennen wir. Mr. Strauß. Ja, was ich sagen wollte, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man so einen Ghoul haben kann. Man kann nur leider nicht allzu viel mit der machen. Also ich fände es cool, wenn man, keine Ahnung, vielleicht, oder sich wie bei Saints Row so eine kleine Bande oder so an Ghoulen und vielleicht Untervampiren oder so erschaffen könnte. Das wäre noch richtig fesch. Und dass man die halt, so wie bei Assassin's Creed Brotherhood, dass man die dann so auf Aufträge oder so oder kleine Nebenmissionen schicken kann, dass die halt, keine Ahnung, irgendwas macht. Nicht einfach nur in der Wohnung rumgammelt, sondern keine Ahnung, arbeiten geht, studieren geht oder irgendwo irgendwie Geld oder Gegenstände ran schafft oder sowas. Das finde ich cool.
Du hast einen sehr aufgeräumten Schreibtisch, muss ich mal so sagen. I don't have time for a monologue. Give me the bullet points of what you saw. Jeder an Bord wurde massakriert. Es gab keine Überlebenden. And the Ankaran sarcophagus. What did you see? Der ganze Boden war voller Blut. Handabdrücke zeigen an, dass er von innen geöffnet wurde. Opened. Let's not jump to conclusions. Give me the manifest in your notes. I'll sort this mess later. You might have noticed when you came in the parade of malingering mollycoddles filing out. Ja. Those were the Primogen, this city's clan elders. Worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin. Which is why they were here. It seems Alistair Grout, a Malkavian Primogen, has either forgotten how to answer his phone, or is missing. Each minor problem like a grain of sand, each night I inherit the desert. The Sabbat's appearance has put the Primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills. I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into and have him contact us. Ein Hausbesuch bei einem gottverdammten Eingeschlossenen. Ich will Action, das ist doch gute Arbeit. Ja. Every problem that's brought to me has to be dealt with. It's the seemingly insignificant, time-consuming trivialities that plague my night. Which is why, when I assign you a simple task, I only want to hear unbridled vehemence on your part. Understood? Aber ist das für mich drin? Was? Aber was ist für mich drin? Ich löse ihr Problem und was bekomme ich dafür? Genau! Ich habe ja noch nichts so als Bezahlungsrecht bekommen. My thanks. And that goes a long way in this city. Toll. Klingt irgendwie pervers. Okay, was muss ich denn tun? Yes. About Grout. As I said, Grout is the Malkavian Primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Toll. Ich habe noch mal ein paar Fragen. I suppose I can spare a few seconds. Ja, scheint sehr glücklich drüber zu sein, dass ich ihn was fragen will. Über Leute. Yes. Beckett. You've met Beckett? Yes. He did pay me the courtesy of announcing his presence in my city. He's lionized in kindred society, by most. Beckett's the definition of renowned scholar, but he's also a lone wolf, and owes allegiance only to his intellectual pursuits. Okay. Ich bin bereit für ein Treffen mit Grout. When we hear from Grout, you may come back. Until then. Okay, see ya. Ja, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ich meine, wenn das wirklich Erstgeborene waren, also, wie er gesagt hat, die Clan-Ältesten und so, ist das dann nicht ein bisschen schwach von denen, wenn die zu dem Lacroix kommen? Ich meine, ich glaube, ich behaupte, dass er noch nicht von Anfang an da war. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die anderen schon so lange da sind. Das sind wahrscheinlich nur die Clan-Anführer oder so. Wo gehen wir denn da jetzt mal hin? Ach so, ins... Da lang. Jetzt bin ich langsam ein bisschen verwirrt hier von der Stadt. Nee, ich bin falsch. Ins Last Round wollte ich noch, bevor wir die Folge beenden, um ja, ein bisschen Informationen auszuplaudern. Sie haben ihren Auftrag, ihre Aufgabe an Bruder Elisabeth den erfolgreich abgeschlossen und dem Prinzen Bericht erstattet. Und wir haben eine neue Aufgabe. Der Prinz wünscht, dass Sie Kontakt zu Alistair Crowd aufnehmen. Dem Erstgeborenen der Malkavianer. Sie sollen ihn zuerst in seinem Haus am Stadtrand suchen. Genau, die Sachen sollen wir noch machen und Mutti haben wir immer noch nicht gefunden. Genau, die zwei Sachen haben wir immer noch. Und gegenüber einer Bart. Das haben wir ja. Ich weiß gar nicht, warum man das immer noch hat. Da müsste ich vielleicht mal googeln, ob das die Quest irgendwie verbuggt ist oder so. Oder ob das so sein muss. Die würde ich nämlich gerne auch noch beenden. Falls das noch geht. Ich springe immer so gerne in Spielen, wo man springen kann. Ich weiß gar nicht warum.
Gerade auch in Online-Spielen, das ist eigentlich so das Erste, was ich teste, ob man springen kann. Ich habe jetzt gelesen, gesehen, gehört, dass man jetzt im neuen Zelda, was kommen soll, springen kann. Also, außer an den vorgegebenen Stellen, sondern halt überall, wo man will. Ja. Ich habe eigentlich neue Sachen gehört, aber gut. Wir gucken. Nein, was sagst du? Warte mal, ich will mich entscheiden, ich hätte dir zuhören sollen. Wen nennst du eine Marionette? Okay. Na gut, dann scheiß drauf. Wie kommt es, dass er mir immer hilft? Wie hat der Sabbat dich meiner Meinung nach gefunden? Hältst du das denn für möglich? Das ist ja wie... Nee, sag ich nicht. Was? Aber wer sonst sollte dich wohl so genau... Tja. Ist ein gutes Argument, aber warum soll er denn dem Sabbat helfen? Ich glaube nicht, dass er mich tot sehen will. Er hat mich gebeten, auf der Elizabeth Dane zu ermitteln. Oh yeah? Running a little fact-finding mission from the Croy, were you? Unglücklicherweise. And the sarcophagus. Did the Croy tell you about the Ankaran sarcophagus before you went? Nicht so viel, wie ich wollte. Yeah, well, maybe I should fill you in on the details. That sarcophagus is bad news. Kindred around the globe have been going batshit since it was discovered. Me too. Word is, there's an ancient asleep in there. One of the fathers, one of the vampires, that if you trace your lineage way back, there's a chance it'll end up with him at the roof. Und hat die ganze Zeit geruht. Ancients don't just nap. They sleep whole ages away. And when they wake up, they're hungry. Also wird er aufwachen und jagen gehen? It's more than that, kiddo. Most kindred think it's one of the signs of the end, the apocalypse. Every religion has their own version. Kindred call it Gehenna. In the way they tell it, it starts when the ancients rise to devour their children. Wobei, wenn man sich die Geschichte anguckt, wie es ursprünglich entstanden ist, hieß es ja, dass die Eltern gegen die Kinder kämpfen und die Kinder ihre Eltern schlugen. Und so. Im Licht dessen, was ich da bisher gesehen habe, erscheint mir das ein bisschen beunruhigend. Und das geschieht wirklich. Es war ein einziges Blutbad, was auch immer dem Sarkophag war, er hat alle getötet. No kidding. Well, I guess there's gotta be something in there then, huh? I can't rule it, gonna be scraping for answers when this gets out. Dann glaubst du, das war ein Vorsichtspunkt? Glaubst du an die Legende? It's in the air, alright. I've been around longer than most, kid. I felt the change in the past few decades. It's in the blood. We're racing towards something. And picking up speed all the time. Was für ein Märchen, und vielleicht solltest du darüber eine X-Akte anlegen. Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen nix. Ja, könnte halt auch einfach nur ein etwas älterer Vampir oder irgendwas anderes drin gewesen sein. Ich wünschte, ich wüsste, wohin das führt. Ich arbeite noch immer für LaCroix. Hollywood Hill. Achso, den Erstgeborenen der Malkavianer finden. Okay. Das war ja recht wenig, was er dazu zu sagen hat. Aber gut. Und da machen wir jetzt den Schluss. Denn wir sind schon wieder 5 Minuten drüber.
Das geht ja mal gar nicht. Also so überhaupt nicht. Ja, da haben wir mit ihm wieder interessante Sachen gequatscht und der Prinz wünscht, dass sie Kontakt... Achso, ja, das hatten wir schon. Hier haben wir immer noch nichts. Dann werde ich mal gucken. Eventuell haben wir hier schon was. Können wir hier schon hin? Glaube ich fast nicht. Und dann werden wir als nächstes dann zu den Hollywood Hills gehen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.